Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir lesen heute weiter. Der Engel ist gerade bei Maria. Eine spannende Situation. Und dann heißt es in Lukas 1, Vers 36: Und siehe, sagt der Engel zu Maria, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher die Unfruchtbare genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Engel verstärkt hier etwas, um Maria mit hineinzunehmen in die Dimension Gottes. Er gibt ihr ein Zeugnis. Maria, wir wissen später, sie geht dann zu Elisabeth, um sich zu vergewissern wahrscheinlich, um zu schauen, stimmt das auch? Geht sie dahin? Aber der Engel zeigt dir hier etwas und eine ganz zentrale Botschaft, die in der Bibel übrigens nicht das erste Mal vorkommt. Sollte Gott etwas unmöglich sein, sagte der Engel zu Sarah. Und hier sagt der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Durch ihn, Jesus, wird das Unmögliche möglich. Jesus sagt einmal, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und da geht es um das größte Wunder überhaupt, nämlich dass ein Sünder umkehrt. Ja, Heilungswunder und andere Zeichen und Dinge, die Gott tut, die sind spektakulär und wir Menschen haben manchmal so einen großen Fokus darauf. Aber die Bibel macht uns deutlich, wenn ein Sünder umkehrt, dann ist Freude im Himmel, dann jubelt der Himmel und das sollten auch wir feiern. Was für ein wunderbarer Moment, wenn ein Mensch vom Tod zum Leben durchbricht, die Wiedergeburt erlebt. Das ist richtig genial. Nun, aber wir alle haben ja auch immer wieder mit Zweifel zu tun. Mit dem Gedanken, ja, wie kann das sein? Wie soll das gehen? Wir haben gestern gesehen, der Engel sagt ihr, es geschieht immer durch die Kraft Gottes, es geschieht durch den Heiligen Geist. Und was helfen kann, das macht der Engel uns hier vor, sind unter anderem eben auch Zeugnisse. Der Engel zeugt davon und sagt ihr, schau mal, Elisabeth, sie ist eigentlich als Unfruchtbare bekannt. In ihrem hohen Alter, sie hat einen Sohn empfangen und ist schon im sechsten Monat schwanger. Wir Menschen wollen ja immer verstehen, wir wollen immer Erklärungen haben. Wie geht das? Gott, wie willst du das tun? Wie ist das möglich? Und ganz oft sind wir darin gefangen in unserem Verstand. Wir suchen das irgendwie zu verstehen. Aber Gott ist übernatürlich und was er sucht, ist Menschen, die ihm glauben und vertrauen. Denn Gott ist ein Belohner denen, die ihm glauben und vertrauen. Und ein Zeugnis, das kann uns dabei helfen und unterstützen. Und Gott selber nutzt es hier, um Maria deutlich zu machen, schau. Ich habe auch ein Wunder getan in deiner Verwandten bei Elisabeth. Ein Zeugnis, das hat nicht so eine lange Lebensdauer, das wissen wir alle. Ja, wenn dich jemand ermutigt und ein Zeugnis gibt, dann weckt das etwas in uns. Dann weckt das so diese Frage oder diese Ausrichtung, wenn es da möglich ist, dann sollte es doch auch bei mir möglich sein. Und wir freuen uns und wir staunen darüber und wir entdecken etwas von der wunderbaren Dimension. Was wir aber auf der anderen Seite auch erleben, ist dann einige Zeit später hat das Zeugnis oft schon irgendwie an Kraft verloren. Sogar in unserem eigenen Leben. Ja, wir haben erlebt, wie Gott uns versorgt, heilt und andere Dinge. Und in der neuen Situation sind wir wieder neu herausgefordert. Deswegen glaube ich, ist es gut und wichtig und richtig in den kleinen Gruppen und in den Kontakten, in denen wir sind, in der Gemeinde, dass wir Gott die Ehre geben durch Zeugnisse und einander darin ermutigen. Aber natürlich, Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das wollen wir nicht außen vor lassen. Das ist ganz zentral. Jedes Zeugnis hat seine Grundlage, seine Bestätigung und seine Ausrichtung für mich im Wort Gottes. Wenn ich ein Zeugnis höre, dann muss ich den Inhalt dessen, was ich da höre, auch als eine Grundlage und Bestätigung im Wort Gottes finden. Und darauf setze ich dann meinen Glauben nicht, weil jemand auch etwas erlebt hat, sondern weil es Gott verheißen hat in seinem Wort. Und das Zeugnis darf das dann bestätigen und bekräftigen. Nun ist es so, dass die Bibel uns deutlich macht, dass wir uns durch die Zeugnisse durchaus einander ermutigen dürfen und stärken dürfen. Denn Jesus sagt einmal, wenn ihr mir schon nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Dingen, die ich da tue, an Zeichen und Wundern. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir unseren Fokus in eine lebendige Beziehung zu Gott, aber auch untereinander leben, nämlich einander zu ermutigen, zu stärken, zu ermahnen und auszurichten. Das ist so wichtig. Das lebt uns der Engel hier eigentlich sehr deutlich vor. Er richtet das Augenmerk von Maria
hin zu Elisabeth. Nun, sie hat sie noch nicht besucht, aber der Engel macht ihr schon deutlich, schau mal, wenn das möglich ist, dann ist doch auch bei dir kein Ding unmöglich. Gott ist ein Gott, der grenzenlos mächtig und gewaltig ist. Und das möchte ich uns zusprechen als eine Ermutigung, wo auch immer wir gerade herausgefordert sind oder zweifeln. Gott ist kein Ding unmöglich und möchte euch erinnern an die Dinge, die ihr schon mit Gott erlebt habt. Und vielleicht ist es auch Zeit, dass ihr andere ermutigt, gerade in dieser Zeit anzurufen, eine Nachricht zu schicken, sich zu melden, eine Karte zu schreiben und zu ermutigen mit dem, was du erlebt hast mit Gott. Und das größte Zeugnis von uns allen ist, dass er lebt in unseren Herzen, dass wir seine Kinder sind. So segne euch Gott und wir sehen uns morgen wieder.